Oh, wisst ihr, sie trägt eine Brille? Ja, tragisch. Hallo lieben Leute, ich bin's, eure Larissa in Style. Ihr fragt euch sicherlich, Larissa, warum trägt sie eine Sonnenbrille? Sie ist doch drin, in einem Haus und nicht draußen. Und dann sage ich, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein, ist mir auch egal. Viele Leute sagen immer, man ist eingebildet, wenn man eine Sonnenbrille trägt, obwohl die Sonne nicht scheint. Und ich finde, das ist voll oberflächlich gedacht von denen. Hallo, es geht ja auch um innere Werte, ja, und außerdem redet ja mein Mund und nicht meine Augen. Man sagt immer so, ja, sie trägt eine Sonnenbrille, obwohl Wolken da sind. Denk du mal, die Sonne scheint nicht, aber sie scheint. Das wissen viele gar nicht, aber die Sonne scheint. Wenn man mal in ein Flugzeug gesessen hat, dann hat man das nämlich gesehen, dass die Wolke den Schatten wirft. Ich habe das voll oft erlebt, dass die Leute so zu mir gesagt haben, warum trägst du eine Sonnenbrille? Du bist doch in einem Raum drin. Dann sage ich, ja, hallo, aber trotzdem scheint die Sonne ja auch durch die Fenster rein. Ich mache, was ich will. Ich lasse mir nicht von der Gesellschaft vorschreiben, was man darf und was nicht darf. Darunter ist es trotzdem wichtig, dass man das Augen-Make-up schön hat, weil manchmal sagen Leute, ich kann deine Augen gar nicht sehen, setz mal die Brille ab. Und dann denke ich immer so, oh, voll peinlich, wenn ich nicht geschminkt bin. Und dann so, oh nein, ich kann das nicht absetzen. Ich habe auch noch eine andere Sonnenbrille, soll ich euch die auch zeigen? Wollt ihr die sehen? Die sieht aber scheiße aus. Aber ich kann sie euch trotzdem zeigen. Soll ich? Ich guck mal. Diese Brille, finde ich, unterstreicht eher so meine dezente Bescheidenheit. Man kann leicht durchgucken, seht ihr, die Gläser sind nicht so ganz dunkel. Es variiert auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen und es bringt euch weiter im Leben. Abonniert meinen Kanal, bis bald. Ciao, eure Larissa in Style.